Gut, ich sage erstmal was zu meiner Person. Ich bin ja bekanntlich 38 Jahre in der Luftwaffe gewesen und bin im Jahre 2000 in Pension gegangen und war in dieser Zeit insgesamt 12 Jahre in NATO-Gremien und auch 6 Jahre in NATO-Stäben tätig und die letzten 6 Jahre meiner Dienstzeit auch im Verteidigungsministerium und habe damals insbesondere die Situation auf dem Balkan hautnah mitbekommen und bin heute, ja, was bin ich heute? Freischwebender politischer Mensch, der sich für die aktuellen Geschehnisse interessiert und der versucht, sich ein Bild zu machen über die Ereignisse und die Ereignisse richtig einzuordnen in das Gesamtgeschehen in dieser Welt. Und derzeit schreibe ich an einem Buch über das amerikanische Jahrhundert. Und da passt die aktuelle Lage in der Ukraine und in Europa und auf diesem großen Kontinent überhaupt, passt natürlich sehr gut hinein in diese Geschichte. Ja, also der Brief, ich habe ihn zwar geschrieben, aber die Idee entstand in meinem erweiterten Netzwerk von einer Person, der die Rede von Putin am 18. März vor der Staatsduma gehört hatte und gesagt hat, wir sollten vielleicht uns überlegen, ob wir auf den Appell Putins reagieren. Er hat ja die Deutschen speziell angesprochen und um Verständnis speziell bei den Deutschen gebeten für das, was er auf der Krim gemacht hat, vor dem Hintergrund der positiven Rolle, die die Sowjetunion bei der Wiedervereinigung 1989, 90 gespielt hat. Und so ist dieser Brief zustande gekommen. Der ist mittlerweile von sehr vielen Bloggern und Online-Foren aufgegriffen worden, nicht nur bei uns hier in Deutschland, sondern auch in der Ukraine, in Russland. Und die Zuschriften, soweit ich das verfolgt habe, sind etwa zu 80% positiv. Und es gibt viele Menschen, die möchten heute auch noch unterschreiben, aber das lässt sich halt einfach jetzt nicht mehr darstellen. Ja, es gab ja gestern oder am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch mal einen längeren Artikel dazu, zu der Frage, also was ist Russland bzw. der Sowjetunion damals versprochen worden und was nicht. Da gibt es wie die widersprüchlichsten Darstellungen zu den Ereignissen, aber man muss wahrscheinlich ein bisschen tiefer graben. Also Gorbatschow sprach schon sehr früh, Ende der 80er Jahre, von dem gemeinsamen Haus Europa. Und daraus kann man ja doch entnehmen, welche Vorstellungen er hatte über die künftige Entwicklung. Und da ist er wohl offensichtlich davon ausgegangen, dass Russland zusammen mit den westeuropäischen Staaten und natürlich auch den Vereinigten Staaten eine wie immer geartete gemeinsame Sicherheits- und vielleicht auch ökonomische Architektur auf diesem großen Kontinent schaffen würde. Und von daher hat er die offensichtlich gemachten Versprechungen von Seiten des Westens in dieses Konzept gedanklich mit eingebaut. Nicht? Und also ich beziehe mich, wenn ich eine Quelle zitiere, immer auf den ehemaligen US-Botschafter in Moskau zu dieser Zeit. Der war von 1987 bis 1991 Botschafter in Moskau und hat also die gesamten Gespräche natürlich persönlich miterlebt. Auch die persönlichen Begegnungen zwischen Bush und Gorbatschow oder zwischen Baker und Gorbatschow. Und der hat in der Washington Post am 14. März hat er einen Artikel geschrieben unter der Überschrift, der Westen hat Russland seit der Wende als Verlierer behandelt.
Und dort schreibt er nochmal ganz klar rein, dass die Vereinigten Staaten Gorbatschow die Zusage gegeben haben, dass sie keinen Gewinn für sich herausschlagen würden aus dem sich auflösenden sowjetischen System. Und keinen Gewinn daraus ziehen würden, dass die Sowjetunion bereit war, ihre Truppen aus Deutschland abzuziehen. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich eindeutige Aussage. Da muss man jetzt gar nicht danach fragen, heißt das keine NATO-Osterweiterung? Sondern wenn jemand sagt, wir wollen keinen Gewinn daraus ziehen, dass ihr euch zurückzieht, dann gehört natürlich auch die Frage der NATO-Osterweiterung dort mit hinein. Und das ist natürlich ein Gewinn für den Westen gewesen, gar keine Frage im strategischen Sinn. Und ich glaube, dieser Mann, der hat keinerlei Anlass, irgendwas zu erzählen heute, was nicht den Tatsachen entspricht. Und wir haben ja dann auch gesehen, dass diese NATO-Osterweiterung so richtig an Fahrt gewonnen hat unter Präsident Clinton. Also nicht Vater Bush hat sozusagen sein Versprechen relativiert, sondern der Nachfolger Clinton hat sich nicht an diese Dinge gehalten. Und er war ja auch der Präsident, als die NATO ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, 1999, mitten im Kosovo-Krieg, und dort eben weitere Staaten in die NATO mit aufgenommen wurden. Das hat Präsident Clinton gemacht. Und da muss man sich einfach mal in die Situation Russlands versetzen und den Blick von Osten nach Westen werfen. Und dann wird man vielleicht verstehen, wie so etwas empfunden wird. Wenn also ein Staat nach dem anderen, der früher zum Warschauer Paktsystem gehörte, bis hin zu Staaten, die früher zur Sowjetunion gehörten, wie die baltischen Staaten zum Beispiel, NATO-Mitglieder werden. Und da muss man sich mal fragen, was denkt so ein Land, was denkt die politische Klasse, was denkt die Bevölkerung über so eine Ausweitung? Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die NATO ja in dieser Zeit der Erweiterung oder der Westen insgesamt nicht gerade pazifistisch aufgetreten ist in der Welt. Also Kosovo-Krieg hatten wir hatten den Irak-Krieg, wir hatten den Afghanistan-Krieg. Und die Amerikaner ja zugleich mit der Osterweiterung der NATO auch ihren Raketenabwehrschirm über Osteuropa aufgebaut haben. Und dieser Raketenabwehrschirm, der wurde immer verkauft als Maßnahme gegen iranische oder Raketen aus Nordkorea, die Europa bedrohen könnten. Das heißt, gegen iranische Raketen, die es noch gar nicht gibt und vor allen Dingen keine Atombomben gibt, nicht? Keine atomar bewaffnete Raketen gibt. Das klingt nicht besonders glaubwürdig. Nicht? Und wir wissen ja inzwischen auch über amerikanische Analysen von amerikanischen Politologen, dass dieser Raketenabwehrschirm ganz anderen Zwecken dient. Er dient nämlich dem Zweck, das russische Erstschlagspotenzial zu zerstören, nicht? Und damit auch die russischen atomaren Kräfte zu neutralisieren. Da gibt es einen schönen Artikel in Foreign Affairs aus dem Jahre 2007, The End of MAD. Also MAD heißt Mutual Assured Destruction. Und da kann man das also auch wunderschön nachlesen, diese Analyse. Und sowas wird natürlich in Moskau zur Kenntnis genommen. Nicht? Also solche Absichten. Wobei ich hier noch einfügen muss, diese Analyse der beiden amerikanischen Politologen, die stellt natürlich nur das Potenzial dar und sagt nichts über die wahren Absichten. Also die unterstellen ihrer Regierung nicht, dass sie das ernsthaft vorhätten. Aber sie sagen, wenn ich so etwas mache und den Eindruck erwecke, ich neutralisiere damit dein Nuklearpotenzial, dann ist das natürlich ein riesiges Erpressungsinstrument für die amerikanische Politik gegenüber Russland. So. Und diese ganze Vorgeschichte muss man nun übertragen auf die Situation in der Ukraine. Und da hat Putin aus meiner Sicht schlicht und einfach gesagt, wenn jetzt also auch noch die Ukraine perspektivisch in die NATO aufgenommen werden soll, dann haben wir eine direkte gemeinsame Grenze mit NATO-Staaten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht direkt vor unserer Haustür weitere Raketensysteme stationiert sehen. Und deswegen hat er die Notbremse gezogen.
So einfach sehe ich das als defensive Maßnahme. Ja, also es gab natürlich eine weitere Überlegung, als wir diesen Brief verfasst haben. Wir wollten auch der russischen Bevölkerung zeigen, dass das, was sie möglicherweise tagtäglich aus westlichen Medien über diesen Konflikt lesen, nicht der Mehrheitsmeinung der Deutschen entspricht. Man muss sich ja auch mal in die Situation sowohl der russischen Bevölkerung in Russland als auch der vielen Russen, die hier in Deutschland leben, da gibt es ja eine ganze Menge, nicht nur in Berlin, die täglich diesem Bombardement der westlichen Sicht ausgesetzt sind, und dem wollten wir einfach auch mal zeigen, dass ein signifikanter Teil der Deutschen durchaus anders denkt, und deswegen haben wir auch hingewiesen auf die Umfragen, auf die aktuellen Umfragen zu diesem Thema. Denn das muss man ja vor dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts, muss man sowas ja auch mit einbeziehen. Nicht? Ich meine, wir Deutschen haben Russland 1941 überfallen. Und mit den entsprechenden Konsequenzen und den größten Blutzoll dieses Krieges hat die Sowjetunion getragen, beziehungsweise die russische Bevölkerung getragen. Und deswegen war es für uns wichtig, dieses Signal zu geben, das, was ihr in deutschen Medien lest, entspricht nicht der Mehrheitsmeinung der Deutschen.